In diesem Video berechnen wir ein Integral mit Hilfe der partiellen Integration. Und zwar das Integral von Cosinus Quadrat von x mal Sinus von x dx. Bei der partiellen Integration muss man die Funktion, die man integrieren möchte, zuerst als Produkt zweier Funktionen darstellen. Eine dieser Funktionen leitet man ab und von der anderen benötigt man eine Stammfunktion. Jetzt Sinus von x, das ist gleich schwer abzuleiten und zu integrieren, da ist es egal, aber Cosinus Quadrat von x, das ist leichter abzuleiten. Deswegen wählen wir u von x als Cosinus Quadrat von x. Und entsprechend ist dann die zweite Funktion v' von x die Sinusfunktion. So, und die Formel für die partielle Integration, die geht jetzt folgendermaßen. Wir haben einmal u von x mal v von x und dann noch minus das Integral von u' von x mal v von x dx. So, das heißt, wir müssen jetzt also erstmal u ableiten. U von x ist Cosinus Quadrat von x. Ja, das leite ich jetzt mit der Kettenregel ab. Ich möchte jetzt also diesen Exponenten, diese 2 hier nach unten nehmen. Dann erhalte ich U' von x gleich 2 mal Cosinus von x hoch 1. Aber das Ganze nochmal die innere Ableitung, also mal die Ableitung der Cosinusfunktion. Das ist noch minus Sinus. Gut, dann habe ich v' von x und davon benötige ich jetzt eine Stammfunktion. Das ist ja die Sinusfunktion und eine Stammfunktion der Sinusfunktion ist minus Cosinus. Wieso minus Cosinus? Naja, wenn wir den Cosinus ableiten, erhalten wir ja minus Sinus. Das heißt, um den Sinus zu erhalten, brauche ich eben minus Cosinus. So, jetzt kann ich meine Formel für die partielle Integration anwenden. Und ich erhalte jetzt also das Integral von Cosinus Quadrat von x mal Sinus von x dx. Und jetzt muss ich einfach einsetzen, ist gleich u von x mal v von x, also Cosinus Quadrat von x mal minus Cosinus von x, ergibt mir minus Cosinus hoch 3 von x. Und das Ganze minus, und jetzt erhalte ich wieder ein Integral, nämlich das Integral von u' von x mal v von x dx. So, u' von x ist minus 2 mal Cosinus mal Sinus. Ja, das Minus nehme ich nach vorne. Und das Ganze noch mal minus Cosinus. Ja, das Minus hier und das hier hebt sich gegenseitig auf. Und dann habe ich also 2 mal Cosinus mal Cosinus mal Sinus. Also genau 2 mal Cosinus Quadrat von x mal Sinus von x dx. So, den Faktor 2, den kann ich noch nach vorne ziehen. Also minus Cosinus hoch 3 von x minus 2 mal Integral von Cosinus Quadrat von x mal Sinus von x dx. So, und was erkenne ich jetzt? Ja, ich erkenne, ich habe wieder genau das gleiche Integral wie zu Beginn. Ich nenne dieses Integral jetzt einfach mal i. Ja, ich möchte ja i berechnen. Dann habe ich hier wieder i. So, das heißt, ich habe hier einmal i, ich habe hier minus zweimal i. Das heißt, ich kann auf beiden Seiten 2i addieren und erhalte dann i plus 2i, also 3i, ist gleich, ja, einfach minus Cosinus hoch 3 von x plus eine Konstante c. So, jetzt will ich aber nicht 3i, sondern ich will i, also teile ich einmal noch durch 3 und dann bleibt auf der linken Seite nur noch i stehen. Also i ist gleich minus 1/3 mal Cosinus hoch 3 von x plus die Konstante durch 3 und ich ersetze sie einfach durch eine neue Konstante c'. So kann man also ganz einfach mit Hilfe der partiellen Integration dieses Integral berechnen.